Jedes Wasser schmeckt anders. Manche schmecken ein bisschen salzig, manche etwas bitter und andere einfach neutral. Entscheidend für den Geschmack eines Wassers ist die Art und Ausgewogenheit seiner Inhaltsstoffe. Und genau hier liegt das Geheimnis von Gerolsteiner. Es enthält nämlich nicht nur wertvolles Kalzium und Magnesium, sondern auch mehr Hydrogencarbonat als die meisten anderen Wässer in Deutschland. Deshalb schmeckt es auch so ausgewogen und erfrischend natürlich. Der Grund? Hydrogencarbonat verfügt über eine säureneutralisierende Wirkung und hält den Geschmack so auf natürliche Art und Weise in Balance. Diese säureneutralisierende Wirkung wollen wir Ihnen an einem kleinen Test demonstrieren. Hier haben wir drei verschiedene Wässer: Leitungswasser, das leicht kohlensäurehaltige Mineralwasser eines Wettbewerbers und Gerolsteiner Medium. Alle drei haben einen unterschiedlichen Gehalt an Hydrogencarbonat. Und hier drei Gläser gefüllt mit einem Softdrink. Mit einem pH-Wert von 2,5 ist er besonders sauer. Mischt man jetzt die Testwässer A und B mit dem Softdrink, bleibt der pH-Wert im sauren Bereich. Anders bei Gerolsteiner. Aufgrund seines hohen Gehalts an Hydrogencarbonat steigt der pH-Wert nahezu in den neutralen Bereich. Das Ergebnis? Gerolsteiner ist das einzige der drei Wässer im Test, das den sauren pH-Wert des Softdrinks neutralisiert. Der Beweis für die säureneutralisierende Wirkung von Hydrogencarbonat. Mit mehr als 1800 Milligramm pro Liter enthält Gerolsteiner Medium einen hohen Anteil an Hydrogencarbonat. Und das sorgt für einen angenehm neutralen und erfrischend natürlichen Geschmack des Mineralwassers. Machen Sie den direkten Vergleich auf www.mineralienrechner.de. So gut kann Wasser sein. Gerolsteiner, das Wasser mit Stern.